Wir fangen an. Es geht los mit der Position Nummer 1. Die Signalrakete 901, eine sehr beliebte Rakete. Das war unsere Signalrakete mit dunklem Blitzknall. Es geht weiter mit der Position Nummer 2, die Signalrakete mit hellem Silberschweif und Silberfunkenblitzknall. Okay, wir kommen zur nächsten Rubrik, die Bukettraketen, Position Nummer 3 auf Ihrer Liste. Zunächst zeigen wir die Bukettrakete in Blau. Es folgt die Rakete Silberweide. Den Effekt wird es jetzt bei dem Wind leider ein bisschen verwehen, aber wir schauen trotzdem, wie aussieht die Silberweide. Es folgt die Bukettrakete Violett mit Funkenblitzen. Ja. Okay, wir gehen in die nächste Rubrik, eine Nummer größer. Wir kommen zu unseren Bombenraketen. Hier gibt es insgesamt 12 Stück zur Auswahl. Wir haben heute mal 2 Stück ausgewählt, die besonders schön aussehen. Zunächst die Gelbflimmerblau. Es folgt die Farbkombination Grün-Orange, auch als Bombenrakete. An der nächsten Position in Ihrer Liste ist die Bombenrakete Weiße Blinker. Die muss leider ausfallen heute Abend. Tut mir leid. Wir kommen also gleich zur nächsten Position, der Bombenrakete Popping. Violette Sterne mit Funkenblitzen. Nee, ich habe mich vertan, Entschuldigung. Es kommen zuerst die Bombenraketen mit den Verwandlungsblitzen, Entschuldigung. Zunächst zeigen wir die Bombenrakete mit dem blauen Sternbukett und den farblich passenden Verwandlungsblitzen. Es folgt die Bombenrakete mit dem grünen Bukett und den Verwandlungsblitzen. Okay, jetzt käme die weiße Blinker. Die fällt aus, also gehen wir gleich weiter zur Position mit der Bombenrakete Popping. Violette Sterne mit Funkenblitzen. Zum Abschluss der Rubrik Raketen zeigen wir noch 2 Kugelraketen, also dieselbe Rakete zweimal. Eine Kugelrakete ist im Prinzip eine 100 mm Kugelbombe mit einem Treiber versehen, der bei uns auch noch einen sehr schönen hellen Silberschweif hat. Und wir haben die Kombination ausgewählt, blaues Bukett mit einem Ring halb rot und halb grün. Die ist schön. Die erste Kugelrakete. Und weil die so schön aussah, schauen wir sie gleich noch einmal an. Das war die Rubrik der Raketen. Es geht weiter im Kaliber 24 mm. Wir zeigen eine Auswahl der Bombetten der Firma Zink zum Verladen. Wir haben heute Abend die goldene Bombette ausgewählt. Wobei ich darauf hinweisen möchte, dass die goldene Bombette umgestellt wird von dem Goldeffekt auf den Leuchtkäfer-Effekt und ab sofort dann nur noch Leuchtkäfer-Bombetten erhältlich sein werden. Wir haben diese Bombetten mit roter Anzündlitze verleitet in einem Batterieständer schräg und führen diese jetzt so vor.
Ja, und die Personen, die da hinten jetzt noch stehen, die verstehen jetzt sicherlich auch, warum ich vorhin gesagt habe, dass da niemand stehen kann. Darf ich Sie bitten, bevor wir weitermachen, da hinten, wo jetzt die Funken runtergegangen sind, ein bisschen wegzukommen? Das wäre sehr nett. So, ich warte auch gerne einen Moment. Ja, Sie da hinten, Sie meine ich. Können Sie da bitte noch ein Stückchen näher an das Gebäude kommen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben da vorne noch mehrere Effekte. Genau, jetzt tut sich was. Vielen Dank. Okay, es geht weiter mit Bombetten im Kaliber 24 mm. Die Position Nummer 10 auf Ihrer Liste sind unsere bekannten Silberkreiselblitze, ebenfalls in einem Batterieständer verladen und mit roter Litze verleitet. Ein super Effekt für jedes Feuerwerksfinale. Okay, wir kommen zur Position Nummer 11. Die Nummer 11 ist die Sternbombe in 60 mm. Zunächst, als erstes zeigen wir die Silberweide. Das war die Silberweide einzeln geschossen. Und jetzt zeigen wir, wie es aussieht, wenn man die Silberweide in einem Fünferfächer gleichzeitig schießt. Okay, es geht weiter mit Kaliber 60 mm Artikeln zum Verladen. Wir zeigen zunächst als nächsten Effekt die Funkenblitze. Funkenblitze ist so, wenn man so will, die deutsche Übersetzung für Popping Flowers. Wir zeigen zunächst die Funkenblitze einzeln. Als nächstes zeigen wir die Funkenblitze von eben als Fünferfächer. Hierbei möchte ich erwähnen, wir haben sie kombiniert mit unseren sozusagen Magnesiumsternen mit Knallsternspitze. Bei den 60 mm Bomben lassen sich diese Sterne wunderbar unten neben den Verzögerungszünder reinklicken. Sieht super zusammen aus. Schauen Sie selbst, der Fünferfächer Funkenblitze kombiniert mit unseren Bängersternen in Rot. Als nächsten Effekt zeigen wir die weiße Blinker in 60 mm, ein Artikel, der auch erhältlich ist, auch wenn er nicht ausdrücklich in der Preisliste aufgeführt ist. Zunächst die weißen Blinker 60 mm einzeln. Als nächstes zeigen wir die weißen Blinker als Fünferfächer. Okay, jetzt geht's weiter. Die erste Neuheit heute Abend ist unsere 60 mm Wasserfallbukett Trauerweide. Ich bitte jetzt nochmal wirklich alle Personen, die sich da hinten aufhalten, ein bisschen nach hinten zu bewegen in ihrem eigenen Interesse. Es folgt das Wasserfallbukett Trauerweide als Fünferfächer. Als weitere Neuheit in diesem Jahr haben wir das Wasserfallbukett Weiße Blinker in 60 mm zum Verladen mit aufgenommen. Auch hiervon zeigen wir den Fünferfächer. Okay, es geht weiter mit einer weiteren Neuheit.
die Leuchtsignalsterne Goldglitter in Aluminiumhülse gepresst. Eine wirkliche Neuheit in diesem Jahr. Wir zeigen den Effekt verladen im 45 mm Batterieständer mit 5 Rohren gleichzeitig. Das waren die neuen Goldglitter-Sterne.